Wenn wir uns in ein Teilchen an der Oberfläche hineinversetzen, dann erfahren wir eine resultierende Kraft ins Innere der Phase. Diese resultierende Kraft, die zum Beispiel zu messen ist über eine derartige Messapparatur mit einer Flüssigkeitslamelle und einem beweglichen Bügel, diese nach innen gerichtete Kraft hat zur Folge, dass wir eine Arbeit benötigen, um die Oberfläche zu vergrößern. Wir können also die Oberflächenspannung als Arbeit pro neu geschaffener Oberfläche ansehen. Wir sehen, dass die Oberflächenspannung von Wasser, von der Temperatur abhängt. Wenn wir bei 15 Grad einen Quadratmeter Wasser neu erstellen wollen, brauchen wir 73,49 Millijoule. Bei 30 Grad sind es weniger, 71,18. Je höher wir die Temperatur werden lassen, desto geringer wird die Oberflächenspannung. Beim kritischen Punkt wird die Oberflächenspannung gleich 0. Hier gibt es keine Oberfläche mehr. Hier sind alle Phänomene, die mit der Oberfläche zu tun haben, verschwunden. Wir können die Oberflächenspannung auch als Kraft sehen, nämlich als Kraft, welche pro Länge in der Oberfläche wirkt. Wir müssen dazu einfach nur die Arbeit aufspalten in Kraft mal Verschiebung. Die Fläche spalten wir auf in Länge mal Verschiebung und erhalten Gamma ist gleich Kraft durch Länge. Wir können also die Oberflächenspannung vom Wasser auch so betrachten, dass wir sagen, auf 1 Meter Wasseroberfläche wirken 72 mN sowohl nach rechts als auch nach links, welche die Oberfläche zusammenhält. Wasser hat eine relativ große Oberflächenspannung verglichen mit organischen Flüssigkeiten, die oft nur die Hälfte oder gar nur ein Drittel dieser 72 mN pro Meter. Die Vergrößerung von Oberfläche erfordert Arbeit, die Verkleinerung von Oberfläche bringt Arbeit. Folglich streben alle Oberflächen nach einer geometrisch günstigen Form. Die geometrisch günstigste Form ist die Kugel. Die Kugel hat bei gleichem Volumen die kleinste Oberfläche. Wenn keine anderen Faktoren dagegen sprechen, sind Oberflächen Kugeloberflächen. Mehrere Kugeln haben eine größere Oberfläche als eine einzige größere Kugel, also streben Flüssigkeitströpfchen danach zu agglomerieren. Wenn wir Oberflächen haben, die aneinander stoßen, dann werden sich diese Oberflächen so vermindern, dass eine minimale Gesamtenergie auftritt. Das führt dazu, dass in einem Schaum zum Beispiel nur 120 Grad Winkel zwischen den Flüssigkeitslamellen auftreten, denn bei diesem Winkel werden die Kräfte sich genau vektoriell zu Null addieren. Die Kanten in einem Schaum werden sich genau unter dem Tetraederwinkel treffen, aus dem gleichen Grund, weil sich dann die Kräfte vektoriell dreidimensional zu Null addieren. Wenn wir eine Oberfläche haben, auf der oben und unten oder rechts und links, je nachdem wie die Orientierung ist, der gleiche Druck herrscht, dann wird die Oberfläche nicht gekrümmt sein. Ein Druckunterschied von 0 bedeutet keine Krümmung. Wenn wir eine Krümmung haben, egal ob in die eine oder in die andere Richtung, dann haben wir eine Druckdifferenz zwischen der konkaven und der konvexen Seite. Auf der konkaven Seite wird immer der höhere Druck sein, verglichen mit der konvexen Seite. Die Oberflächenspannung nimmt ab, wenn die Temperatur zunimmt. Das geht bis zum kritischen Punkt. Edfisch hat diese Beziehung quantifiziert. Er hat zunächst die Oberflächenspannung normiert auf eine Teilchenanzahl. Er hat dazu die klassische Oberflächenspannung genommen und mit einem Faktor multipliziert, der Flächebedarf pro Teilchen ausdrückt. Dieser Faktor ist Molvolumen hoch 3/2. Man erhält dann die sogenannte molare Oberflächenspannung, Gamma M, die linear mit der Temperatur abfällt.